SathThingTV live auf Instagram. Und bei mir ist nicht nur der Dressman des deutschen Jazz, sondern auch der designierte künstlerische Leiter der Jazz Ahead Messe. Ab nächstes Jahr übernimmst du diesen Job, Gottspüler. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es fühlt sich ein bisschen absurd an, weil ich das falsche Seite deine Rolle gespielt habe. Und künstlerischer Leiter stimmt nicht ganz. Es ist so Artistic Advisor heißt das jetzt. Um klarzumachen, dass dieses Team, das ich jetzt mit Sibylle Konitschki bilde, ja nicht wirklich dieses komplette Programm macht, sondern es nach wie vor ja ein jurygetriebenes Programm ist und diese Juryprozesse sehr essentiell und sehr wichtig sind für die Jazz Ahead und für das Programm der Jazz Ahead. Das heißt, man kann schon steuern und lenken und sicherlich auch ab und an mal eingreifen und sagen, wisst ihr übrigens, dass in allen anderen Jurys auch nur PianistInnen gewählt wurden. Es wäre vielleicht mal ganz gut, einem anderen Instrument eine Chance zu geben. Aber es geht jetzt nicht darum, dieses komplette Programm alleine zu gestalten. Man sieht, du bist schon voll in der Diplomatie angekommen. Götz, wie fühlst du dich? Das will ich immer als erstes wissen. Wie geht's dir denn? Es geht mir super. Es geht mir total gut. Also ich bin ja immer schon und zwar immer am Jazz-Ding-Stand auf der Jazz Ahead gewesen. Das heißt, viele von den Leuten, mit denen ich jetzt auf andere Art und Weise zu tun habe, die kenne ich natürlich alle schon. Mit denen hatte ich auch immer schon zu tun. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Absolut. Und das ist toll und das ist schön, dass sich diese Dinge so organisch entwickeln und dass man merkt, ach, der hat mal mit dem Orchestre National du Jazz gearbeitet. Jetzt hat er da so ein Venue, macht eigentlich gar nicht mehr so viel Jazz, aber vieles, was damit zu tun hat. Aber man kann mit ihm über andere Sachen reden, die Frankreich angehen. Nur so ein Beispiel. Das finde ich total gut und die Energie hier ist einfach schön. Ist insbesondere für dich, weil du bist ja wirklich designiert, auch in der neuen Aufgabe und dieses Jahr ist ein bisschen so ein Transitionsjahr. Die Alten sind noch am Ruder, nächstes Jahr bist du dann dran, du kannst dich also praktisch jetzt mal heute und dieses Mal ganz in Ruhe darauf vorbereiten. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Position, es freut mich sehr für dich. Vielen, vielen Dank. Wie fühlt sich's jetzt an? Also wie ist das ist ja für dich jetzt mal eine ganz besondere Messe. Ich habe es gerade beschrieben, Transition. Wie läuft das jetzt für dich ab? Wie waren jetzt diese drei Tage? Wie sind diese drei Tage für dich? Aufregend, spannend, bald um. Zum Glück? Naja, also dieses Level an Adrenalin würde mein Körper, glaube ich, nicht mehr lange aushalten. Aber es war wirklich toll. Es war total schön. Es hat ein sehr, ja, man sagt das immer so, aber es hat was sehr Familiäres. Es hat was sehr Menschliches, was sehr Schönes. Ich habe viel Zeit mit Uli und mit Peter und mit Sibylle verbracht, obwohl wir hier ständig sehr gefragt sind. Die Art und Weise, wie die drei mich in ihr Team aufgenommen haben und wie sie mir beibringen, was es so zu tun gibt und wie sie mich an der Hand nehmen und mitnehmen, ist beispielhaft, würde ich sagen. Also das würde sich jeder wünschen in jedem anderen Job und meistens ist es genau nicht so. Ich mach mal einen kurzen Einschub. Peter Schulze, Uli Beckerhoff und Sibylle Konitschki, das ist das Leitungsteam der Jazz Ahead und die beiden werden ersetzt im nächsten Jahr durch dich. Das heißt, ihr werdet dann im Zweierteam arbeiten. Bevor wir darauf mal gleich dann zur Sache kommen, was ab nächstes Jahr für dich konkret ansteht, wie war es denn dieses Jahr? Also hattest du schon dann so eine richtige, sag ich mal, einen Terminkalender, der gut gefüllt war mit bestimmten Tätigkeiten, die du jetzt in deiner designierten, sag ich mal, Position schon zu erfüllen hattest? Absolut. Also und wirklich von Anfang an. Also es fing am Donnerstag mit dieser Eröffnungsveranstaltung an, bei der ich an mehreren Stellen eingeführt wurde. Das am lustigsten war der Bürgermeister, dem mein Kollege Sebastian Scottney eine ganz tolle englische Rede geschrieben hat, in der es so ungefähr hieß, Herr Bühler, wir möchten jetzt nicht zu viel Druck auf Sie ausüben, aber wir erwarten sehr viel von Ihnen. Das war schön und so ging es weiter. Ja, genau. Das ist genauso, wie ich es gerne mag. Es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, weil man weiß, Leute, die man sehr, sehr lange kennt, die anders auf einen zukommen und man immer denkt, aber ich bin doch, da steht jetzt was anderes drauf, aber ich bin doch immer noch Götz.
Danke. Das stimmt. Das bist du. Ja, das bist du. Und du bist jetzt hier so, also du hast gerade gesagt, es ist schön, wieder hier zu sein bei der Jazz-Thing. Also es ist ja so ein bisschen für dich, wie nach Hause kommen? Klar, total. Es ist mein Zuhause. Ich bin von Anfang an dabei. Ich habe sogar jetzt, ich Vollidiot, habe mich überreden lassen, am Dienstag Michel Ndiegocello zu interviewen und das die zweiseitige Geschichte noch bis Freitag abzuliefern, weil dann Druckschluss ist. Toll. Hat Herr Stinzoff das bewirkt, oder? Ich habe Michel Ndiegocello liebe ich und deswegen habe ich gesagt, das will ich unbedingt machen und jetzt, dass es so last minute passiert, da kann keiner was für. Gibt's irgendwas, was du bei der Jazz-Thing noch nicht gemacht hast? Ich habe noch keinen Cover fotografiert. Das kann durchaus noch werden, aber du hast hier wirklich schon, also du bist integraler Bestandteil dieser Zeitschrift schon seit langer Zeit. Vielleicht um ein bisschen zu verstehen, wie ein Götz Bühler jetzt bei der Jazz Ahead das wird, was du ab nächstes Jahr machen wirst. Vielleicht kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Also du kommst ja eigentlich von dem Journalismus her, du hast wirklich schon wahnsinnig viel gemacht. Fernsehen, unterschiedlichste Genres bedient, in den 90er Jahren bei Viva 2 gewesen. Du hast geschrieben, du hast gesprochen, machst du auch, also ich spreche das ja alles in der Vergangenheit, eigentlich machst du das alles noch. Und jetzt kanalisiert sich das in diese Aufgabe herein, die du jetzt bei dieser wirklich sehr wichtigen Veranstaltung für die Jazzwelt ab nächstes Jahr wahrnehmen wirst. Bist du manchmal selber so ein bisschen überrascht von diesem Werdegang, der da so stattgefunden hat? Ob ich davon überrascht bin, das kann ich nicht sagen. Aber es ist, ja, vielleicht so in der Rückschau denkt man manchmal, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Weil ja tatsächlich geplant ist das alles nicht. Ich habe auch nicht kommen sehen, dass man mich fragen würde, ob ich hier bei der Jazz Ahead auf andere Art und Weise mitarbeiten wollen würde. Die Dinge in meinem Leben, die sich so organisch entwickeln, das sind eigentlich die, die sich nicht nur gut anfühlen, sondern die auch gut funktionieren. Ich habe ja auch das Programm für Festivals mitgestalten dürfen. Jazz ist ein Beispiel. Ich habe ein eigenes Label gehabt. Ich habe mit dem Vertrieb gearbeitet, für einen Vertrieb gearbeitet. Das heißt, ich kenne eigentlich dieses Musikbusiness von so vielen Seiten. Ich habe Platten produziert, ich habe auch selber mal irgendwo gesungen, aber gut, das ist wirklich? Nein. Ich kenne sehr viele Seiten des Business einfach. Business, ja. Und das ist vielleicht auch ganz, ganz schön, weil es mich ja für diese Veranstaltung, wo es ja tatsächlich auch um das Geschäft geht, also es geht ja darum, Leute zu vernetzen, damit sie eben ihr Album hier veröffentlicht oder vertrieben sehen, damit sie hier touren. Das sind ja alles Sachen, von denen ich was verstehe, also von denen ich viel, über die ich viel gelernt habe. Und das hier einzubringen, ist natürlich eine wunderbare Chance. Die Tatsache, dass du nicht so, dass du schon so viel gemacht hast, aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven auch das Musikbusiness erlebt hast, nicht nur das Jazzbusiness, suggeriert ja, dass es vielleicht auch am Anfang gar keinen Masterplan unbedingt gab. Oder gab es für dich mal so ein Endziel, dass du gesagt hast, da will ich eigentlich hin? Ja, ich wollte immer ganz viele Schallplatten haben und dafür bezahlt werden, dass ich Musik höre. Kannst du dich doch jetzt zur Ruhe setzen eigentlich? Ich habe ja noch nicht ganz viele. Ich habe ja, also so, ich meine, da sind ja noch so viele. Ich habe hier schon wieder... Ich habe dich vorhin mit einer gesehen. Ja, das war eine. Die anderen sind schon im Hotel. Es gibt so viel tolle Musik. Die Neugier ist es, das ist es, was mich antreibt. Ich habe, oh Gott, das klingt wie so ein Politikerformulierung. Also, aber es ist tatsächlich so. Ich bin total neugierig darauf, Musik zu hören und Leute kennenzulernen. Ich finde, es gibt fast nichts Spannenderes, als sich mit MusikerInnen zu unterhalten über das, was sie machen, warum sie das machen, weil es meistens Dinge sind, die mich irgendwie beflügeln. Vielleicht muss ich mal irgendwo auf eine Couch und daran arbeiten, dass ich eigentlich vielleicht selber gerne Musiker geworden wäre und das dafür zu wenig Talent hatte. Aber das ist so eine Berufskrankheit, glaube ich, in diesem Business generell. Also ich glaube, dass diese Bürde, die kann ich dir nehmen, wenn ich das an der Stelle überhaupt leisten darf. Dankeschön. Werden wir doch mal konkret. Ab nächstes Jahr wird's ernst.
Ne? Also, was genau werden denn deine Aufgaben sein? Du hast es gerade schon beschrieben, ihr seid in einem Leitungsteam, aber es geht ja darum, so eine äußerst komplexe und sehr, sehr große Veranstaltung auch künstlerisch sinnvoll aufs Gleis zu bringen. Was genau wirst du da tun eigentlich? Weil bei Peter Schulze und Uli Beckerhoff, da war das ja immer so ein bisschen, ja, die machen das halt. Aber so richtig beschäftigt haben sich die meisten Menschen damit eigentlich nicht. Es war einfach da. Und genauso wird es auch in Zukunft sein. Es wird einfach da sein. Wir haben natürlich sehr viel darüber gesprochen, was wir machen wollen, was wir auch vielleicht anders machen wollen. Das sind aber hauptsächlich den Anforderungen unserer Zeit geschuldete Aufgaben. Es geht sicherlich darum, wir hatten gerade so ein Panel, da ging es um Nachhaltigkeit, das auch hier mehr zu thematisieren, ist ganz wichtig. Alles, was mit Equality in jeder Hinsicht zu tun hat, ist eine große, wichtige Aufgabe, der wir uns unbedingt annehmen wollen. Wir haben ja jetzt eine absolute Parität im Führungsteam und deswegen ist das sehr schön, weil es sind ja nicht Dinge, die anstrengend per se sind und hinter denen ich nicht stehen würde, sondern es sind alles Sachen, bei denen ich mich total freue, dass ich eine Möglichkeit habe, da irgendwie mitzuwirken. Und dann, es geht weiter darum, wen bringt man alles noch hierher, wie ermöglicht man es vielleicht, MusikerInnen aus Ländern, die keine Exportförderung haben oder nicht so eine starke Exportförderung, trotzdem hierher zu kommen und trotzdem sich zu präsentieren, denn das ist ja immer das Schöne gewesen, dass man hier MusikerInnen erleben kann, die man sonst eben nicht irgendwo hören oder sehen würde. Und ganz oft ist es ja so, du siehst ein Video und denkst, ah, ja, okay, dann hörst du nochmal in die Platte rein, ja, schon toll. Und dann siehst du die auf einmal live und denkst, jetzt. Das ist der Wahnsinn. Ja. Tatsächlich ist das so. Es gab auch noch ein Panel zur Digitalisierung, von dem du mir vorhin erzählt hast. Ich erwähne es deshalb, weil das natürlich ja nicht nur so ist, dass man fröhlich Platten hört und dann tolle KünstlerInnen aussucht, die man dann hier präsentiert auf der Jazzerhead, sondern du wirst auch dicke Bretter bohren müssen. Entschuldigung, ich werde was? Dicke Bretter bohren müssen. Dicke Bretter bohren. Ja, das stimmt. Also es ist viel zu tun. Ich freue mich total. Es ist natürlich eben, es hat eben auch so eine politische Ebene vielfach. Es geht auch darum, natürlich Allianzen zu schmieden, sich mit Leuten zu verbinden und zu verbünden, um diese Jazzerhead, so wie sie ist und so wie wir sie uns vorstellen, am Leben zu halten. Das ist eine große Aufgabe und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr ernst nehme und worauf ich mich total freue, weil es ja, wie ich schon mal gesagt habe, es ist zwar viel zu tun, aber das ist so wie jemandem, der für irgendwas brennt, zu sagen, ach, jetzt brenn mal ein bisschen weniger, dafür geht nicht. Gibt es auch ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, dass du denkst, boah, ist schon auch viel? Natürlich. Klar, also wenn ich keinen Respekt davor hätte, dann wäre ich dämlich, glaube ich. Natürlich gibt es viele Sachen, die ich lernen muss und es gibt viele Sachen, wo ich mich auch auf die Erfahrung meiner Vorgänger und von Sibylle verlassen muss. Stehen dir Peter Schulze, Uli Beckerhoff beratend noch zur Seite? Ja. Sie glauben aber nicht, dass du die Beratung brauchst, haben sie zumindest in einem Interview im Weserkurier gesagt. Habe ich auch gelesen, habe ich auch ein bisschen Angst gekriegt. Nein, es ist ja so, dass die tatsächlich, also sie haben mich ja ausgewählt, sie haben mich ja unabhängig voneinander gefragt, ob ich das machen würde. Und ich verstehe mich mit den beiden schon so lange so gut. Dadurch ist das ja auch entstanden. Wir haben eben viele Gespräche geführt, gerade vor 2 Jahren, als es diese Hybrid oder diese digitale Ausgabe der Jazzerhead gab, die ich komplett moderiert habe, da haben wir hier in diesen leeren Hallen sehr viel Zeit miteinander verbracht und darüber über Musik geredet. Wir haben ja nicht darüber geredet, wie könnte man die Jazzerhead anders positionieren. Nein, wir haben uns unterhalten und haben gemerkt, wir haben ähnliche Ansichten, was vieles angeht. Wir haben auch ähnliche Ziele und dadurch ist das dann ein Jahr später entstanden. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht dazu führen könnte. Und dann, ja. Ist ja manchmal die beste Ausgangssituation. Gibt es trotzdem so einen Punkt, wo du sagen würdest, ja, aus diesem Blickwinkel kann ich verstehen, warum man mich, Götz Bühler, gefragt hat. Also da fällt ja jetzt immer wieder in den offiziellen Verlautbaren das Stichwort, der Götz, der ist einfach gut vernetzt.
wenn das so ist, und ich glaube, das stimmt, dann hat das sehr viel mit der Jazz Ahead zu tun. Ich bin seit Anfang an hier bei der Jazz Ahead und diese verschiedenen Welten, die ich zusammenbringe. Also hier mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ich arbeite auch für den Vertrieb, ich habe damals auch für den Vertrieb gearbeitet, der dann ein Album veröffentlicht hat, und ich habe übrigens mal eine Platte mit XY gemacht, der oder die jetzt in deiner Band ist. Das ist natürlich etwas, was Nähe schafft und Vertrauen, wenn man so will. Wir haben vorhin mit Jason Miles gesprochen und der hat immer so ans Publikum geredet. Und wenn ich dann bei Sachen reingegangen bin, wo er dann von Buzzy Featen redet und ich dann sage, das ist dieser Typ, der diese abgefahrene Platte A Pussycat Can Go Far gemacht hat, und er dreht sich so um und guckt mich an und denkt, wo kommt der denn jetzt her? Hä? Wir haben doch überhaupt nicht darüber geredet. Den Namen habe ich noch nie erwähnt. Der ist nicht in meinem Buch. Wir haben nicht darüber gesprochen. So, und das sind natürlich Sachen, die, das ist schön. Und das hat dann wieder mit meiner viel zu großen Schallplattensammlung zu tun und meinem Wahnsinn, dass ich immer neugierig bin an neuer Musik, die nicht unbedingt gerade frisch aufgenommen sein muss, sondern die auch 50, 60, 70, 80 Jahre alt sein kann. Da gibt es ja auch für mich zumindest neue Sachen zu entdecken. Das sind jetzt deine Stärken. Gibt es dann auch irgendwas, worauf du sagst, so, da muss ich noch ein bisschen mich vorbereiten? Also da in dem Punkt sind eben Peter Schulz und Uli Beckerhoff durch ihre Erfahrung jetzt durch 10 Jahre, du trägst das Ganze ja jetzt in die zweite Dekade, wo du sagst, da muss ich mich tatsächlich nochmal auf hinsetzen oder vielleicht eine Vorarbeit leisten, damit das überhaupt glatt abläuft. Also bei mir funktioniert Learning by Doing am besten, ehrlich gesagt. Es gibt bestimmt Bereiche, vielleicht gucke ich mir auch immer dieses Interview an und denke so, ich muss einfach nicht so schnell, ich muss vorher nochmal nachdenken, bevor ich was sage, und ein bisschen diplomatischer sein und nicht einfach immer die Wahrheit und so. Wir werden sehen. Im Moment kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich hatte auch ein bisschen Bammel vor dem Talk mit der Staatsministerin, und die hat mich danach in den Arm genommen und sich bedankt, und dann dachte ich, so schlimm kann es jetzt nicht gewesen sein. Und du bist ja jetzt hier sozusagen im geschützten Raum zu Hause bei der Jazz Thing, für die du so viel gemacht hast. Du könntest doch jetzt mal ganz exklusiv hier mal ein bisschen erzählen, was ist denn so, hast du schon so ein bisschen was im Kopf, vielleicht so eine Mini-Vision, ja, wohin es gehen soll nächstes Jahr, was wird so der Götz-Bühler-Stempel sein, wenn wir nächstes Jahr hier auf der Jazz Ahead erleben werden? Genau, das ist nämlich dieser Moment, daran muss ich arbeiten, dass ich diese Möglichkeiten gar nicht erst schaffe, dass jemand mir so eine Frage stellt. Und da muss ich dann so ganz elegant, also höher, weiter, schneller und so. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe das schon angesprochen mit den Nationen, Regionen, aus denen wir zum Beispiel mehr MusikerInnen ziehen wollen. Da gibt's deutliche Ideen in Richtung des größten Kontinents unterhalb Europas. Das nehmen wir mal so mit, würde ich sagen. Ja, das ist auch so ein schöner Hinweis, den wir jetzt hier exklusiv haben von Götz Bühler. Und wir können natürlich unsere Freude für dich nicht verhehlen und drücken dir alle Daumen, die wir haben, für diese Zeit, die jetzt auf dich zukommt, für die neue Aufgabe. Bei mir sind es 2, aber ich bin sicher, es sind noch eine ganze Menge mehr. Danke, Götz. Vielen, vielen Dank dafür.